Meine Damen und Herren, Gentlemen und Gentlewomen, ich habe gute Nachrichten für euch. Das nächste Ding-Dong der Leidenschaft wurde schon gesichert. Auf Level 26 kommt dann das nächste Ding-Dong, mit dem wir weiterspielen können. Was würde ich nur ohne mein Ding-Dong der Leidenschaft tun? Wo ist es? Wo ist es hier? Oh. Und für Ruby Scroll des Würgers. Wo sind wir? Zahnfee wollen wir. Zahnfee da drüben. Habe ich schon alles erledigt? Inventar ist leer. Schaut gut aus. Musik blade schon. Blade schon. Aufblähen tut's ja. Zur Zahnfee. Oh, mein Ding Ding Dong. Alter, da war es ein bisschen nutzlos. Mein Ding Ding Dong. Mein Tralalala. Na, Kiste. Und da ist Excalibur. Das machen wir später. Keine Sorge, keine Sorge. Vielleicht auch in dieser Episode gleich dann. Wüstental. Zeigt mir euer gewinnbringendes Lächeln. Hm. Meine Güte, was für schöne Zähne du hast. Wenn du ein paar davon entbehren kannst, zahle ich einen guten Preis dafür. Was sagst du? Willst du einer Zahnfee helfen? Müssen die Zähne meine eigenen sein? Streng genommen ja. Aber sagen wir mal so. Wenn du Zähne in meine Sammeltruhe wirfst, werde ich keine Fragen stellen. Wir brauchen also nur Zähne zu sammeln? Das klingt nach leicht verdientem Geld. Schon, aber wo sollen wir einen Haufen Zähne herbekommen? Komm schon, Mädel. Was hat viele Zähne, muss aber nie essen? Skelett! Klingt nach Zahltag. Oh yeah. Für ein wenig extra Spaß könnt ihr diesem Penner noch Maul hauen und es regnet Zähne. Umhüllt von einem gelben Schleim und Schlodder. Vor meinen Augen. Igitt, gibt es nicht würdevollere Wege, um an Geld zu kommen? Es gibt sicherlich weniger würdevolle. Soll ich an das eine Mal erinnern, als du dich mit Marmelade vollgeschmiert hast und, Nein, nicht nötig, danke. Ich will es wissen. Klebrig. Bring diese Art von Energie mit ins Spiel, Valentine. Was für ein Lauf! Du bist ein Naturtalent! Ich frage mich gerade, ob du bereit wärst, noch ein paar mehr zu besorgen. Es würde mir wirklich helfen. Weißt du, ich habe eine Quote zu erfüllen und bin ziemlich im Rückstand. Ich frage mich, was du mit all diesen Zähnen machst. Ach, weißt du, normalen Feenkram. Ich flüstere sie in dir. Fantasievollen Träume der Kinder und so. Kann dir doch egal sein. Hm. Hat noch jemand bemerkt, dass er irgendwie ausweichend war? Wir tun hier eine gute, heldenhafte Sache, Valentine. Und du weißt, was man sagt. Einer Fee in Not muss man immer helfen. Tu doch nicht so, als würde es dir nicht nur um die Kohle gehen. Was? Abenteuer sind ein teures Hobby. Oh, ein Kiefer weg. Verstehe, verstehe. Mehr draufhauen. Dodging. Keine Chance gegen uns. Wir sind nämlich knochenhart. Ach, okay, passt. Yeah, haut richtig rein. Du gewinnst mehr. Und wie ich das tue. Ich hab nur gewonnen gerade. Schon genug Tote. Du bist bereits tot. Du weißt es nur noch nicht. Sauber. Auf den High Ground hilft ihm nur nichts. Geh mal kurz das Ding Dong weg. Tut mir leid. Ich weiß, das ist das einzige, für das ihr da seid. Das leidenschaftliche Ding Dong hier.
Aber es ist ein bisschen gut, okay. Muss man spielen. Muss man einfach spielen. Ich will nicht immer mit meinem Ding Dong spielen. Hauen. Nochmal hauen. Mehr hauen. Gewalt lösen. Was schwebt dir vor? Ich zeichne die Stelle auf deiner Karte ein. Mit Feenmagie. Ein unangenehmer Gestank erfüllt die Luft. Ihr kennt diesen Geruch. Ihr wisst, was jetzt kommt. Ach ja? Ich nicht. Ich tippe mal auf Kobolde. Natürlich, was sonst? Aber zuerst... Zuerst gehen wir noch zum Leuchtturm und holen uns Loot. Naja, so begeistert bin ich jetzt doch nicht. Das sind kleine Fledermäuse. Waffenmagazin Fledermäuse. Sehe ich das richtig? Dass sie nur stehen bleiben würden. Der mächtige Magus, das verflucht nur ein Tentum. Beben ist immer gut. Das Grüne lesen wir uns gar nicht durch. Riecht nach Tod, wenn ich darüber hopfe. Nein. Ah, wir werden sowieso nicht alle Kugeln holen. Sorry. So ein Sturmgewehr und dann mit Shotgun. Granatwerfer. Interessant. Wird ausprobiert. Wenn ich darüber renne und effektiv nebenbei mein Getränk öffne. Okay. Na dann, Bildsgeführte. Holen wir uns doch die Gegner. Kleine Kobolde. Es sind Kobolde! Flugscheißer. Heldenhafte Heldentaten beiseite. Können wir zu dem Teil zurückkehren, wo wir Zähne für Geld sammeln? Sehr stark. Mein Punkt ist, es sieht aus, als würden wir für diesen Typen Besorgungen machen. Skelettzähne, Koboldzähne. Das ist eine sehr spezifische Liste von Zähnen. Ziemlich verdächtig, würde ich sagen. Hey, das ist eine Quest! Ein verdammter Test! Ist ja schon gut. Tut mir leid, dass ich Dinge hinterfrage. Meine Güte. Entschuldigung angenommen. Mehr Glück für dich, Mamacita. Scheiße, ja! Ich nehme es für euch weh zu tun! Los, hol dir die Zähne! Los, hol dir die Zähne! Wenn ich kann! Muss schlagen! Volle Gesichtszerstörung! Ey, wo ich euch hier fertig bin, bist du noch viel heftiger! Das ist ja wie beim Zahnarzt. Glaube ich. War noch nie beim Zahnarzt. Ich auch nicht. Man merkt's. Zahnarzt ist doch total überbewertet. Zähne! Muss draufhauen. Ja, mit den Zähnen. Das ist gut. Jemand wird sich rächen. Niemand wird sich rächen. Nicht bei mir. Nicht bei Pilzgefährten. Okay, ich gebe ja die Zähne. Das ist nicht genug anscheinend. Wir müssen noch irgendwo mehr Kobolde sein. Leck mich am Kobold! Ich
ist ein verdammt starkes Sturmgewehr. Jetzt gefährt er schon wieder, wenn fahren lassen. Nimm Kobold-Zähne, nimm sie alle. Und jetzt gefährt er. Mhm. Natürlich. Wie so häufig ist das Tier mit den meisten Zähnen auch das gefährlichste? Hey Fred, Zeit für ein Quiz! Was hat die meisten Zähne? Oh, ich weiß es! Die Fraktalzahn-Himmelsraptoren von Alhonga 3! Falsch! Es sind... Seewarge! Nein, niemals! Auf gar keinen Fall! Willst du frech werden? Ich... Ja? Hör mal, es gibt auch Grenzen. Gehen wir wirklich den ganzen Weg zum Meer, nur um gegen Seewaage zu kämpfen? Was kommt als nächstes? Riesenkiefer-Bullenschlangen aus dem Reich der Laster? Wo hört es auf? Lass uns mit dem Kerl reden und aufhören. Weißt du was? Du willst der Bankermaster sein und mich aus dem Flow reißen, Valentine? Na schön. Vergesst einfach die Seewaage. Die Zahnfee ruft euch, um eure perlweiße Beute abzuliefern. Ah, schon okay. Bring mir einfach, was du hast. Karies. Ich kann kein Thumbnail nehmen. Mist. Ich erinnere mich an dich, Karies. Zähne, wie versprochen. Die Seewarg-Zähne hätten noch mal richtig was gebracht. Aber das passt schon. Ja. Du bist ein wahres Vorbild. Echt. Warum sind Zähne wertvoller als Geld für dich? Weißt du, es ist so ermutigend, jemanden zu treffen, der neugierig auf die lokale Kultur ist. Leg die Zähne in meine Truhe und sieh einfach selbst. Wir sind dabei, reich zu werden. Ich kann es fühlen. Jetzt zu den magischen Worten, Kindchen. Nun, wenn du bereit für deine Belohnung bist, öffne die Truhe erneut und sieh, welche Schätze darin liegen. Wie aufregend, die große Enthüllung. Ich weiß, was es ist. Du bist doch die Alte. Dunkler Zauberer gibt vor, eine Zahnfee zu sein, um in Wahrheit einen Imitator zu beschwören. Masche reingefallen. Die Zahnfee gibt es nicht mal. Fabius, ihr Schweine. Die Zahnfee hat Pilzgefährte down gemacht. Wein. Weißt du was? Ich behalte es einfach für mich. Und hebe es für einen verregneten Tag auf. Du spielst also auf Zeit, ha? Huh? Ja, hab das von einem Kerl, den ich kenne. Gab sich als Zahnfee aus, um geldgierige Abenteurer in eine Falle zu locken, die sie sich selbst eingebrockt haben. Ja, nun, zumindest... Ach, Mist. Ich darf gar nicht mehr ins Inventar gehen. Dann alle nur unterbrochen. Wissen wir jetzt, woher die Imitatoren kommen? Ich mag euch. Ihr seid so lustig. Okay. Lady vom See. Das kommt als nächstes. Das ist die Claptrap-Mission. Was ist in dieser Folge? Wir nehmen doch auf, oder? Ja, wir nehmen auf. Wow. Aber es ist wieder ruhig. Zwischendurch ist einfach mal die Musik weg. Nein, wir haben keine Zeit für euch, Kobolde. Sorry. Da ist die Musik. Da ist sie wieder.
will euch ja nicht unterbrechen. Okay. Okay, wo war ich? In der Nähe flattert eine Gedichtseite im Wind. Pilze sind schrecklich, so wurde es mir gesagt. Von Schimmel bis Giftpilz wurden alle beklagt. Mochtet ihr das Gedicht? Den Rest davon gibt es in der Taverne in Prachthuhu. Ich sehe goldene Kugeln. Muss sie holen. Ich gehe es von mir verkaufen. Nee. Die Musik läuft. Die epischen Drums und der Kobold-Band da oben gewidmet und weg sind sie. Und weg sind sie. Oh, Mist. Bin voll. Muss Müll wegwerfen. Okay, nichts mehr looten. Liebe Automaten finden. Bin, glaube ich, jetzt ziemlich am Anfang. Oh, ist wieder ruhig auf einmal. Ja, ziemlich am Anfang. Nimm das, Pilze. Sorry, Pilzgefährte. Wenn ich deine Artgenossen beleidige. Sagen sie mich jetzt nicht attackieren. Gut, gib her. Tja, jetzt gehört es mir. Wo hast du das denn gefunden? Gut, gib her. Nehme dich. Du weißt nicht, was du da hast. Ja, gib rüber. Gleich mal die Schmelze anwerfen. Ein Sniper, das Nahkampfschaden erhöht. Ja, das wird einfach mal verkauft. Oh, hat Pilzgefährte hier aufgeräumt. Ein bisschen anscheinend. Die Bag. Weiter. Ignorieren wir die Pilze. So ist sich der Gefährte drum kümmern. Und ab zur Lady vom See. Ich habe gehört, dass hier so eine Lochzaubernate herumliegt. Die will ich haben. Wie? Die? Was jetzt? Oh, tut mir leid, aber ich sage kein Wort, solange meine verdammten Kobold-Nachbarn nicht mit diesem Getrammel aufhören. Hoho, unser Weg ist also klar. Wir müssen die Trommler erledigen, damit die Lady vom See unser Flehen erhört. Nein. Blut-Tiger, lass nicht die Trommler. Nicht die Trommler. Wir haben doch niemandem was getan. Hallo, meine Herren. Hört zu. Die Lady vom See möchte, dass ihr ein bisschen leiser seid. Also, entweder beendet ihr die Trommelei oder ich beende euch. Verstanden? Festung! Dieses Aas mag unsere Musik nicht. Machen wir ihn fertig. Musik für meine Ohren. Nichts wird dich hier im Leben behalten. Level up! Ja, wir wissen es. Yay! Ah, so auf dem Schaden, warum nicht? Mehr Einstimmung. Mehr Tornados. Die sind doch schon tot.
Ah. Cleverer Junge. Der Letzte hat sich versteckt. Unerhört. Jetzt drücke ich die Lady auf die Seite. Das Trommelproblem ist behoben. Und jetzt zu diesem Zauber. Oh, du suchst also nach der Lochzaubernadel, wie? Na, du bist aber etwas ganz Besonderes. Hör zu, Schätzchen. Wenn du den Zauber willst, musst du zu diesem Trottel Mervi. Der wird aber nur mit dir reden, wenn du das Schwert extra Kaliber trägst. Doch sei gewarnt. Es wird von Mervins Lakai Lance bewacht. Hierfür braucht es einen starken Willen und Bizeps. Einen starken Bizeps? Sieh mal, Lady, ich habe mehr Kraft in meinem kleinen Servomotor, als du in deinem ganzen... Alle! Ich wette sogar mein ganzes dürres, unterernährtes Knäpplein könnte es mit dir aufnehmen. Ist das so? Oh. Na dann mal los, du harter Knochen. Knaffe, zu den Backen! Spreng sie nieder! Wenn sie lang genug lebt, setzt sie eine Tsunami-Attacke ein. Die haben wir leider letztlich zu sehen bekommen. Weil sie hat nicht lang genug gelebt. Schade. Schade. Ich weiß nicht, was das für ein Instrument ist, aber es gefällt mir. Etwas Episches. Mich passieren. Wo was passiert? Niemand soll diese Brücke passieren. Echt? Der nicht stark ich hab sie schon duellieren. Ja. Doch sei gewarnt und zeige Mut. Beweise dich in König auf den Pilzhut. Bro. Ich werde nie wieder. Du musst mich vom Pilzhut stoßen, um die Brücke zu passieren, Bro. Nächster Versuch, Bro. Mach ich noch schnell einen Craftband. Niemand spielt besser König auf den Pilzhut als Lance. Wow! Nun ja, zumindest bist du gut im Stürzen. Moment mal, oh. Das ist es. Stürze härter. Mach ich noch schnell einen Craftband. Ich hab vergessen, wie ich eine Ground Pound mache. Verdammt! Puh. Ah, okay. Okay, passt, passt. Verdammt! Verdammt! Was für ein Fluch! Du hast meine Knappen angegriffen und meine Ehre verlangt, dass ich dir den Arsch...
In A was? Wer? Hast du mich geschlagen? Für Go, was machen wir noch? Dann wird Vogel langsam vorbei sein. Ja. Selber blödes Schwert. Warte, auch hier drüben. Oder? Was aus, hier drüben ist die Loot. Loot! Das ist doch nicht alles. Das ist nicht alles. Das ist doch keine goldene Kugel. Wirklich? Nein, das kann nicht sein. Wirklich? Wo ist sie? Kommt schon. Ah ja.
kann dir nichts anhaben. Flipstaber. Wow. Okay, Lisa Simpson. Let's go back to Clap Trap and Clap That. Trap. Trap. Clap. Yeah. In der nächsten Folge, er spricht gerade nicht mehr. Das ist ein guter Zeitpunkt. Das ist selten. Peace out.